Also wir sind das Soul Kitchen. Ja, der Name ist untypisch für das, was wir eigentlich machen. Wir sind nichts weiter als eine Pizzeria bzw. eine Pizzabude. Ja, versuchen Pizza neu zu interpretieren, bedeutet Klassiker mit einem modernen Twist. Wir machen die Pizza Napoletana. Pizza Napoletana musst du bestimmte Kriterien erfüllen und das ist einmal die Tomatensoße, der Mehl und die Mozzarella. Das bedeutet, wir benutzen Tomaten aus dem Vesuv, Mozzarella aus Kampanien und Mehl Typ 00. Diese drei Kriterien gepaart mit moderne, bedeutet Süßkartoffelpüree, Auberginen, Feta, Barbarossa bzw. rote Beete, Sachen, die man bzw. vorher nicht auf einer Pizza gesehen konnte oder gesehen hat. Ja. Und haben uns für ein Interieur entschieden, was ein bisschen industriell mit einem kleinen Schick ist. Und ihr sehen könnt, alles Handarbeit von den Sofas, von den Tischen, vom Boden. Die Wände sind eigentlich Restbestände von den Vorgängern, die sie einfach nur runterschleifen lassen, bis sich die Farbelemente gebildet haben. Unser Weinschrank kommt aus den 30er Jahren, hat man mir gesagt, jetzt ob es stimmt oder nicht, mal schauen. Ja. Unser Ofen ist eigentlich auch eine Handarbeit aus Neapel. Gehen wir mal hin. Können wir hingehen. Das ist ein Stefano Ferrara Ofen, 2,3 Tonnen. Wird mit 400 Grad erhitzt. Das brauchen wir für die Pizza Napoletana, weil die Pizza Napoletana braucht nur allein 90 Sekunden Backzeit. Durch die 90 Sekunden Backzeit werden die, sag ich mal, die Naturstoffe, Inhaltsstoffe von der Pizza, von den Ingredienten erhaltener. Ja? Und es entsteht dieses Fluffige und Weiche. Ja? Und ganz typisch auch für die napoletanische Pizza sind die Leopardenmuster, dass sie sich drumherum bilden. Ja? Und noch ein Grund dafür sind die 3 Tage Ruhephase, die wir denen geben. Diese 3 Tage Ruhephase, dieser Fermentierungsprozess, ja, entsteht nicht diese Fülle im Magen. Ja, es ist leichter, verdaulicher und angenehmer, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, wir haben uns auf Transparenz entschieden. Ja, man sieht immer, was der Pizzabäcker macht. Ja, wir haben auch uns für eine Glasscheibe entschieden, dass vielleicht man von der anderen Seite man den Pizzabäcker auf die Hände schauen kann, aber es ist alles recht offen und hell. Ja, von der Kaffeemaschine, das ist ein alter Nachbar von meinem Papa gewesen, Bosco Handhebelmaschine, kennt man nicht, benutzt man kaum mehr. Warum eigentlich? Weil jede Kaffeemaschine ist kompliziert, ist eine Sache für sich. Und Handhebelmaschinen sind noch komplizierter. Ja? Man hat mir gesagt, wir sind wie Frauen, italienische Frauen, sind Zicken. Ja? Aber dafür haben wir uns trotzdem entschieden. Und ja, und das ist halt das, was wir mitgeben möchten. Wir möchten Handarbeit, ja? Mit gepaart mit der Zeit von heute. Ja? Das bedeutet Qualität, Nachhaltigkeit und